Gunda, Gunda. Gunda. Ja, hallo, ja. Guten Morgen, Domian. Gunda, 46. Jawohl. Hallo. Heute möchte ich mal mein Problem mit dir besprechen. So. Es dreht sich um Folgendes. Mein Mann schläft seit 15 Jahren nicht mehr mit mir. Ach. Er hat einfach keine Lust. 15 Jahre? 15 Jahre. Wie lange seid ihr verheiratet? 26. Wie hältst du denn das aus? Seit 15 Jahren? Ja. Gehst du fremd? Mittlerweile. Mittlerweile. Seit 18 Monaten kriege ich nicht mal mehr ein Küsschen. Nicht zum Geburtstag, nicht zum Hochzeitstag, nicht. Von dem Mann? Ja. Was ist denn da los mit deinem Mann? Der hat kein Bock, sagt er einfach. Du hättest aber Bock, mit deinem Mann zu schlafen. Ja, sicher. Ich halte es am Anfang schon. Ich halte es jetzt nochmal fest. 15 Jahre ist null Sex zwischen euch passiert. Also nicht mit geschlafen. Also es war am Anfang noch Streicheleinheiten und sowas. Bloß seit anderthalb Jahren läuft gar nichts mehr. Also Streicheleinheiten, so ein bisschen Petting-mäßig lief das noch? Ja, genau. Das schon, ach so. Also so orale Befriedigung auch noch? Nein, das wollte er überhaupt nicht. Das wollte er nicht, ja. Nee, anfassen durfte ich ihn auch nicht. Ach so, es gab also auch keinen Orgasmus in all diesen Jahren zwischen dir und ihm, bei dir, bei ihm? Naja, während des Verkehrs, klar, sicher. Ja, nee, ich meine so die letzten 15 Jahre. Nee. Da gar nichts, ne? Nein. Mhm. So, jetzt sagst du gehst fremd. Ja, seit 2 Jahren. Ja. Aber mein Freund, der wohnt ca. 500 Kilometer weiter weg und man sieht sich so 3-mal im Jahr, kommt er also hier in die Gegend oder ich fahre mal runter, hab dann Bekannte, wo ich dann sage, da bin ich dann mal ein Wochenende, der muss ich helfen. Du sagst, mein Freund, ist das ein Freund oder ist das einfach nur so eine Sexgeschichte? Nein, eigentlich schon, ich mag ihn sehr. Ja, also wir telefonieren täglich. Ach so, so eng ist das. Jeden Tag telefoniert er sogar. Hat er denn auch eine Frau oder ist er? Nein, er ist Witwer. Er ist Witwer. Weiß dein Mann davon? Nein. Mhm. Jetzt bin ich schon am Zweifeln. Sage ich es ihm nicht. Mhm. Aber er hat Krebs, aber es ist wegoperiert worden. Ja. Und er hat keine Chemo, nichts gekriegt. Das ist seit 99 gewesen, die OP. Und er ist gesund. Mhm. In all diesen 15 Jahren, was ja eine verdammt lange Zeit ist, gab es deshalb auch Streitereien oder Spannungen in eurer Ehe, weil er nicht mit dir geschlafen hat? Ja, sicher. Also meinerseits und auch ich habe ja mit ihm gesprochen, nicht, dass wir nicht drüber sprechen konnten. Ja, aber er begründet es ja nicht richtig, ne? Außer ich habe keinen Bock. Nö, das war alles. Es ist nur, ich habe keinen Bock. Ist aber auch A, unbefriedigen und B, auch verletzen, ne? Ja, oder? Natürlich. Mhm. Weil du hättest ja schon Interesse an ihm und ja, du würdest klar. das gerne machen. Ja, hat er denn irgendwas anderes auch laufen? Nee, hundertprozentig nicht. Und hat er keine sexuellen Triebe mehr, keine Gelüste? Nö. Bist du sicher? Oder sitzt er da vom Internet und... Hat er nicht. Oder kauft sich Pornoheftchen oder weiß nicht was. Gar nichts. Der geht gar nicht weg. Also er ist auf mich angewiesen, er kann nicht laufen und, ne, und also der ist nicht ich mehr muss alles machen. Wie alt ist er? Er ist 15 Jahre älter als ich. Ja. Wieso kann er nicht laufen? Ist er behindert? Oder? Ja, eben durch die Krebserkrankung. Ach so, aber die ist jetzt wieder so im Griff, ne? Ist ausgeheilt, ja. Mhm. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis sonst zwischen euch beiden? Ist das so eine gut funktionierende Wohngemeinschaft? Ja, genau. Also, ich muss alles machen und er sagt, mach mal dies, mach mal jenes, mach mal hier, mach mal da. Ich kann ja nicht. Klingt alles nicht sehr berauschend. Nee. Habt ihr Kinder? Nee. Auch keine? Woher? Mhm. Naja, in den ersten Jahren. Ja, hätte es ja mal passieren können. Ne? Ja, klar. Ja. So, aber jetzt ist irgendein Punkt erreicht, wo du sagst, irgendwie, ich muss vielleicht was tun oder ich muss es ihm sagen oder ich will da vielleicht sogar weg oder irgendwas in der Richtung. Ja, also ich glaube, also weg könnte ich glaube ich nicht, weil er ja hundertprozentig auf mich angewiesen ist. Er kann ja nichts. Er kann nicht einkaufen gehen und geschweige denn eine Flasche Selta aus dem Keller holen oder so. Mhm. Nee, aber dass er mal weiß, wie es mir geht. Wäre er denn körperlich im Stande überhaupt noch eine Sexualität zu vollziehen? Ja, das schon. Hundertprozentig. Also er ist nicht krankheitlich so da angeschlagen wird, das nicht. Nein. Ja. Du sagst, damit er mal kapiert, wie es mir geht. Ja. Eigentlich weiß er es. Ja, aber eigentlich denkt er sich wahrscheinlich nicht sehr in dich hinein. Nee. Wenn ich sage, Mensch, wenn wir mal so drüber sprechen, hast du mich überhaupt noch lieb? Ja, das muss eine Frau ja so wissen. Ach, das ist eine tolle Antwort. Ja. Und auch, du sagst, in den letzten 18 Monaten, ne, hast du gerade genau. Ja. Gibt es auch kein Küsschen mehr und nichts? Nein, nichts. Nicht mal zum Geburtstag, zur Silberhochzeit, nichts. Mhm. Wir haben zwar nicht gefeiert, aber trotzdem, wenn er jetzt Geburtstag hat und ich komme jetzt von hinten, streichle ihn über den Rücken, alles Gute zum Geburtstag, dann sagt er, es streichelt mich der Tod von hinten und also widerlich. Oh, 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 oh.
Das ist aber bitter, sage ich dir. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dich so aufopferst und alles für ihn machst. Ja. Und das, du bist ja noch in keinem Alter, 46. Ja. Mhm. Das heißt, du genießt das richtig, wenn du da mit deiner Affäre, mit deinem Freund da zusammen bist? Ja, dann, obwohl das nur dreimal im Jahr ist. Also. Aber dann genießt du die Streicheleinheiten und die Zärtlichkeit und die Sexualität genau. auch. Genau, das, was ich nicht kriege, überhaupt nicht kriege. Ne? Ich finde, die Überlegung, in die du jetzt hineingekommen bist, nämlich ich sag dem das mal, damit er endlich einmal kapiert, was los ist, ich finde es nicht schlecht, Gunda. Ja. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es richtig. Denn er scheint ja doch sehr ignorant zu sein. Gut, er war schwer erkrankt. Das wollen wir ihm mal noch zugute rechnen. Mhm. Aber ja nicht all die Jahre, ne? Nee. Mhm. Und so ein Verhalten, wie du gerade gesagt hast, was ist das überhaupt für ein Spruch? Du streichelst ihn, dann sagt er, da streichelt mich der Tod von hinten? Ja. Was soll das? Verstehe ich gar nicht. Ja, manchmal kommen da so richtig unmögliche Sätze raus, also die mich dann rauslaufen lassen. Ich schluck das jetzt ja nur noch sonst. Mhm. Und wenn ich jetzt mich mal in mein Zimmer verkrieche und fange an zu weinen und dann kommt er an und sagt, du stell dich mal nicht so an. Mhm. So habe ich das ja nun nicht gemeint. Mhm. Könnte man sich auch vorher mal überlegen, ne? Ne? Ja. Ja, was meinst du, was passiert, wenn du es ihm jetzt sagst? Du sagst ihm, pass mal auf, lieber Mann, ich bin so gefrustet und bin so sauer und irgendwie so verletzt auch, ich habe einen Freund. Ja, dann wird er erstmal baff. Mhm. Weil er glaubt mir ja alles. Ich schreibe mir mit meinem Freund, wir schicken uns Päckchen hin und her. Mhm. Ne, und das stört ihn überhaupt nicht. Also ich weiß ja nicht, ob er irgendwas spürt. Manchmal merkt man ja, wenn ich jetzt habe jetzt meine Freundin, wo ich dann sage, dass ich da hingehe, ja. so ab und an mal. Ja. Und dann sagte ich, ja, ich habe mal einen Brief liegen lassen, und den ich jetzt geschrieben hatte. Und da hat er in meiner Schublade rumgeschnuddelt, hatte irgendwas gesucht, einen Umschlag oder was. Ja. Und dann sagt er, ach, ich habe da was gelesen, was hast du da denn geschrieben? Mhm. Ne? Und dann sagte ich, ach, ich habe nur mal sowas hingeschrieben, ich wollte mal was probieren. Ach so. Na ja, gut. Ah ja, das kann, vielleicht wittert er es schon oder verdrängt es. Sag's ihm. Sag es ihm, vielleicht findet er sogar ein Arrangement, dass ihm das wirklich egal ist. Und, ja. und du sagst ja, dass du ihn auch nicht verlassen willst, weil du Verantwortung für ihn trägst, oder wie habe ich es verstanden? Ja, so denke ich. Ja, aber dann hättest du zumindest vielleicht auch ein ganz freies Nebenleben, sage ich mal so. Ja, ich brauche nicht verheimlichen. Du brauchst es nicht verheimlichen, und dann sind die Sachen klar geregelt. Ich würde sagen, ja, sag es auf jeden Fall. Warum sollst du weiter Rücksicht nehmen? Du hast genug Rücksicht genommen. Du hast verdammt viel runtergeschluckt, weißt du das? Ja, habe so, ich auch. Und jetzt raus damit. Jetzt hast du auch ein Recht auf dein Leben und auch auf deine, dass du auch noch schöne Sachen erlebst und Sachen genießen kannst. Man merkt ja, das Fass läuft immer mehr über. So, irgendwann ist es übergelaufen. Irgendwann ist der letzte Tropfen da, und ja, sag's ihm, Gunda. Ja. Finde ich schon. Ja. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss.